Putin im Blut der Menschen aus der Ukraine. In Köln ist es ein Bruderkuss Putins mit dem Teufel. Mottowagen mit einer sehr ernsten Botschaft. Auch das gehört hier mit rein. Nicht alle, die feiern, sind begeistert, wenn es vor ihrer Nase ernst wird, wenn die Weltpolitik der Kreml-Chef einen dunklen Schatten auf ihre Feierlaune wirft. Putin ist scheiße. Politik vom Karneval trennen, für Wagenbauer Jacques Tilly undenkbar, auch wenn das Blutbad, das Putin in der Ukraine zu verantworten hat, ein sehr ernstes Thema ist, könne sein Mottowagen im Karneval auch Menschen mit einem gewissen Alkoholpegel zum Nachdenken bringen. Der Wagen kommt ganz ohne Symbole aus, beziehungsweise eines haben wir eben doch drin, die Flagge der Ukraine, damit jeder versteht, was mit der Badewanne gemeint ist. Ich denke auch mit 1,5 Promille rafft man, was dieser Wagen uns sagen will. Sehr berührend ist heute in Köln diese ukrainische Fußtruppe vom Blau-Gelben Kreuz. Sie tragen ein Schild, Danke Köln. Auch sie stimmen einen nachdenklich.